Ja, wir sind hier in Munderloh im Gewerbepark. Hier ist eine Firma, die Altreifen und so weiter recycelt. Und die steht hier mit ihrem Lager komplett in Flammen. Aufgrund dessen, dass wir es hier mit vielen Reifen und auch Altmetall, Ölen, Gasflaschen und so weiter zu tun haben, ist hier natürlich auch Gefahr, von Rauch auszugehen, der giftig ist. Die Rauchwolke, die war am Anfang extrem groß, hat sich auch ausgebreitet. Über Rundfunk haben wir die Bevölkerung dazu aufgerufen, Türen und Fenster zu schließen.